Die manchurische Kanzlerin von Jürgen Elsässer. Schluss mit Multibetulichkeit. Angela Merkel hat Freude an einem autokratischen Führungsstil entwickelt und hält verbissen an der Offenhaltung der Grenzen fest, trotz wachsenden Widerstands selbst in der eigenen Partei. Offensichtlich ist ihr Ziel, das Land mit Millionen Neusiedlern zu fluten. Die Kanzlerin ist wie verwandelt. Seit Anfang September wiederholt sie, als stünde sie unter Hypnose, immer wieder zwei zentrale Botschaften. Wir schaffen das und das Asylrecht kennt keine Obergrenzen. Kritiker aus den eigenen Reihen beißt sie weg, lässt sich dagegen von den oppositionellen Grünen und selbst vom linken Landesfürsten Bodo Ramelow loben. Im Habitus, vielleicht sogar in der Psyche der Frau, hat sich ein Wandel vollzogen. Bis zum Sommer bevorzugte sie einen weichen Führungsstil und scheute Festlegungen, sodass sie sich, Beispiel Atomkraft, Bundeswehr, Maut, der Stimmungen im Land geschmeidig anpassen konnte. Aber seither erlebt Deutschland eine eiserne Kanzlerin, die mit Bastarddiktaten ihren Kurs durchsetzt, der Maggie Thatcher alle Ehre gemacht hätte. Nur, dass die britische Premierministerin inhaltlich für das Gegenteil stand. Deren Devise war immer, die Garantie für ein gut nachbarliches Verhältnis ist ein solider Zaun. Die jähe Verhaltensänderung erinnert an den US-Film Der manchurische Kandidat. Ein Politiker kommt zur Macht und wird dann mittels eines vorher in seinem Gehirn eingepflanzten Chips ferngesteuert, um die Agenda finsterer Hintermänner durchzusetzen. Eine gehirnchirurgische Neuprogrammierung würden der Bundeskanzlerin selbst wildeste Verschwörungstheoretiker nicht unterstellen. Fakt bleibt aber, dass die einst betuliche Mecklenburgerin neuerdings wie ein Roboter auftritt. Auf Nachfragen wegen der explodierenden Asylzahlen bekannte die ansonsten kirchenferne Frau: Der Herrgott hat uns diese Aufgabe jetzt auf den Tisch gelegt. Als Horst Seehofer sie wegen der unabgesprochenen Grenzöffnung am 4. September rüffelte, flippte sie regelrecht aus. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Besonders schockierend war, dass sie nach einem Streit mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gesagt haben soll: Ich glaube, der Tötungsvorgang ist im Gange. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.09.2015. Welchen Herrgott ruft sie an? Welches Land entzieht die Allergnädigste ihre Gunst? Welcher Tötungsvorgang ist da im Gange? Oder mit anderen Worten, kann man solchen Worten noch irgendeine Rationalität unterstellen und sei es die der Herrschaftssicherung oder ist diese Person vollständig verrückt geworden? Diktatur und Recht. Lässt man das letzte Vierteljahr Revue passieren, so erinnert Merkels Handeln auf unheilvolle Weise an den Beginn der Nazi-Diktatur, wenn auch unter entgegengesetzten Vorzeichen. Nicht Nationalsozialismus, sondern antinationaler Sozialismus scheint ihr Ziel zu sein. Die Verteilung der Reichtümer Deutschlands an die ganze Welt. Ansonsten aber gibt es erschreckende Parallelen. Man lese den Aufsatz Karl Schmidts mit dem Titel Der Führer schützt das Recht aus dem Jahre 1934. Der Staatsrechtler billigte Adolf Hitler darin uneingeschränkte Machtbefugnisse zu, solange das Vaterland durch die Denkweise eines liberalen Rechtsstaates gelähmt sei, indem er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Nach dieser Devise handelt Merkel seit Anfang September. So hat sie die Grenze in puncto Asyl suspendiert. Weder der Bundestag noch seine Ausschüsse, ja noch nicht einmal das Kabinett und die Führer der Koalitionspartner wurden informiert. Die Kanzlerin entschied ganz allein, als sei sie
in der Wurfschanze oder auf dem Obersalzberg. Eine Beratung im Regierungskreis gab es nicht. Die Sicherheitsbehörden wurden ebenso wenig konsultiert. Horst Seehofer beschwerte sich später, nicht einmal per Telefon informiert worden zu sein. Tatsächlich gab die Kanzlerin offen zu, das war eine Entscheidung, die der österreichische Bundeskanzler und ich in einer extrem zugespitzten humanitären Lage gefällt haben. FAZ, 15.09.2015. Man muss sich das vergegenwärtigen. Die deutsche Kanzlerin, ins Amt gekommen an der Spitze einer konservativen Partei, stimmt die Aufhebung der Grenzkontrollen und damit eines Kernbestandteils nationaler Souveränität ausgerechnet mit einem ausländischen Regierungschef ab, einem Sozialdemokraten zumal, aber nicht mit ihren Partnern in der Exekutive des eigenen Landes. Später rechtfertigt sie sich, es gibt Situationen, in denen muss entschieden werden. Wiederum die FAZ vom 16.09.2015. Die pazifische Formulierung verdeckt. Sie ist es, sie allein, die entscheidet. Ein anderes Beispiel. Die Sabotierung der Wiedereinführung der Grenzkontrollen, verkündet vom Bundesminister Lothar de Maizière am 13. September. Tags zuvor waren 13.000 Asylbewerber in München eingetroffen. Bayern und die Innenminister der übrigen Bundesländer hatten sich in höchster Not auf diesen Schritt verständigt. Die Bundeskanzlerin hatte zugestimmt. Doch binnen Kürze stellte sich heraus, dass sich real nichts an den Übergängen von Österreich geändert hat. Die Neuankömmlinge werden zwar wieder, so gut es geht, registriert, aber keineswegs zurückgewiesen. Beamte, die in den ersten Stunden der Neuregelung anders verfuhren, wurden per Anordnung des Innenministers gestoppt. Wie war es zu diesem Schildbürgerstreich gekommen? Die Welt berichtete am 20. September, in dieser Schlüsselfrage Abweisung an der Grenze, sagte de Maizière nach Berichten von Teilnehmern weder Ja noch Nein. Er habe nicht weniger als dreimal den Raum verlassen, um zu telefonieren. Mit Merkel? Am Ende hieß die Entscheidung, niemand wird zurückgeschickt. Die Millionen kommen. Vor diesem Hintergrund muss man sich nicht wundern, dass die Flut unvermindert anhält. Die Grenzkontrollen greifen so wenig, dass selbst Angaben über die Zahl der Asylbewerber völlig unmöglich geworden sind. Während das Bundesministerium im September 2015 lediglich 164.000 registriert hatte, ging Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für denselben Zeitraum von 270.000, CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sogar von 300.000 aus. Ein Geheimpapier der Regierung, präsentiert von der ansonsten asyleuphorischen Bild-Zeitung, kalkuliert mit 1,5 Millionen Flüchtlingen bis zum Jahresende, nicht eingerechnet die 290.000 Personen, die ohne behördliche Registrierung seit Januar untergetaucht sind. Die Studie geht davon aus, dass jeder Asylant im Weiteren 4 bis 8 Familienangehörige nachholen werde. Summa summarum wären das dann zwischen 9 und 16 Millionen, die Einwohnerzahl aller 9 Bundesländer. Folgerichtig forderte Bernd Jürgen Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, am 12. September in der FAZ, der Bund muss Flüchtlingsstädte bauen. Bald wird es ein zweites Bagdad bei Bautzen, ein zweites Homs bei Hamburg geben.